Ist eigentlich auch völlig egal, wo wir Lava hermachen, ne? Weil die wird ja von ganz woanders hergepumpt. Ich glaube, ich mache dann die Sludge-Verarbeitung gleich hier drunter. Also ich werde jede Menge Puffertanks benutzen. Nicht, weil man es wirklich braucht, weil Puffertanks sind zwar schön und gut, aber sie schieben Fehler, wie gesagt, auch nur auf. Und dann denkt man sich, ach, das hält jetzt eine Weile und geht weg und dann kommt man wieder und alles läuft schon seit einer halben Stunde nicht mehr. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber ich werde sie trotzdem bauen, einfach weil es cool aussieht. Also alle Flüssigkeiten auf Vorrat haben und so riesige Tanks gefüllt mit flüssigem Magma und Eisen und Kupfer und Dreckwasser. Ja. Also Sludge kommt nach unten. Wasser kommt von unten. Überlege ich mir jetzt kurz. Wofür brauchen wir später noch Wasser? Ich sollte am besten nochmal die Anlage angucken, wie sie jetzt läuft, wenn sie dann überhaupt noch läuft. Und gucken, wo noch Wasser gebraucht wird. Um zu gucken, wo es Sinn macht, das eher hinzupacken, oben oder unten. Und hier ist alles aus. Also nicht so schön. War aber abzusehen. Von unten kommt noch was, ne? Ja, okay. Öle sind okay. Sehr schön. Oh, Leichtöltanks sind leer. Petroleumgastanks sind leer. Schweröltanks sind voll. Okay. Das fixe ich mal ganz kurz. Also, ich fixe es nicht. Ich schieb's auf. Weil ich nicht zigtausend Sachen gleichzeitig im Kopf haben will. Das habe ich so oder so meistens schon. Also, bitteschön. Aufgehoben. Und aufgeschoben. Was war mit dir? Du warst so eine Pufferkiste, okay. Also, wo ist jetzt der Anfang von diesem ganzen Wust? Der Anfang ist sowohl da als auch da. Hier halt für Kupfer, weil da nicht so viel gemacht wird. Und hier unten für Eisen. Also, dreckiges Eisen kommt an, Wasser wird gebraucht. Gut, flüssiges Eisen kommt, sauberes Eisenerz kommt, wird eingeschmolzen. Dafür brauchen wir die Lava. Okay, Karte. Also, um das auf unseren aktuellen Dingens hier überzusetzen. Ich hoffe, ihr könnt euch das gut vorstellen. Hier sind halt die Fließbänder, die so ein bisschen komisch geformt sind. Und hier sind die Zentrifugen. Also, dreckiges Eisen hier. Sauberes Eisen hier. Zentrifugen für Sludge-Zusteinverarbeitung hier. Wir brauchen also jetzt als nächstes... Das ganze Eisen läuft hier lang. Wir brauchen hier unsere Schmelzöfen für... Eisenerz zu flüssigem Eisen zu machen. Und dahinter die Forges, um aus dem flüssigen Eisen die Platten zu machen. Und dazwischen irgendwo die Lava-Geschichte. Hier sind ja auch noch Lava-Spots. Wir haben echt viele Lava-Spots. Das ist gut so. Ja, aber für das Einschmelzen von dem dreckigen Erz, von dem sauberen Erz zu flüssigem Eisen brauchen wir kein Wasser. Brauchen wir zum Gießen Wasser? Ja. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Weil das Gießen von Metall soll ja hier in der Nähe passieren. Am Ende, beziehungsweise dem zukünftigen Anfang der Lebenslinie. Das heißt, hier bräuchten wir auch Wasser. Es würde also Sinn machen, wenn wir hier irgendwo eine Wasserproduktion machen. Ich hätte eigentlich ganz gerne eine zentrale Stelle. Ich hätte gerne eine etwas größer angelegte Ecke, wo ganz viel Wasser hergestellt wird und von da aus wird es überall anders hingebracht. Ich will jetzt nicht bei jeder Ecke von unserer komplexen Fabrikanlage hier kleine Pumpen stehen haben. Ist zwar eigentlich praktischer, weil es direkt vor Ort dann ist, mag man sich so vorstellen, aber man braucht dann auch bei jedem wasserproduzierenden Ding da den Abtransport von dem Stein und von dem Sand und da hat man an 5, 6 verschiedenen Stellen Sandhaufen und nee, das ist doof. Also, wenn wir hier oben das machen würden, mit recht vielen Pumpen und Tanks für Dreckwasser und Tank für sauberem Wasser und Sandherstellung und Sandabtransport und so weiter, brauchen wir ein bisschen mehr Platz, oder? Ja. Aber allgemein finde ich die Idee... Warum blinkt das so komisch?
Hm. Aber allgemein finde ich die Idee von hier irgendwo, also ein bisschen wieder aufschütten und dann hier irgendwo Wasserproduktion machen, nicht schlecht. Bin dann mit Wasserproduktion hier, Festeisen hier, Flüssigeisen hier, Lava hier unten irgendwo. Okay, trotzdem gehe ich jetzt mal weiter durch. Also wir brauchen dafür die Lava zum Einschmelzen, wir brauchen zum Gießen das Wasser. Und was kommt danach? Danach kommen die Fabrikanlagen. Momentan muss ich dazu noch erwähnen. Später haben wir ja auch noch Stahl, was wir gießen. Wir haben Computerchips, die gegossen werden wollen. Die kann man direkt gießen aus Flüssigmetall. Da muss man nicht den Zwischenschritt machen, was irre praktisch ist. Ich gucke mal jetzt, ob man das hier irgendwo sehen kann. Tungsten. Zink, Bronze, nein. Warum springt das von 2 auf 6? Ah, da ist 3. Genau, hier ist aber schon mal Draht. Und hier sind die Chips. Brauch einfach nur Kupfer und Eisen. Ja, und ist auch wieder effektiver natürlich. Aber ich sehe hier keinen Bedarf an Wasser oder so extra. Das sind einfach nur die Ressourcen, die die Dinger so oder so gebraucht hätten. Nur halt nicht in Eisenplattenform, sondern in flüssiger Form zum Beispiel. Und hier halt die Schwefelsäure und Plastik dazu. Nee, das ist soweit okay. Wie sieht's aus mit Stahl? Das müsste dann ja. Man kann Mainline Pipe. Mainline to Pipe Pump. Was? Ich glaube, eine Mainline ist das, was man aus Filmen so kennt. Diese riesigen Rohre, die in Amerika quer durch die ganze Landschaft gezogen werden, um Sachen zu transportieren. Oder irgendwo in den Arabischen Emiraten, um Öl zu transportieren und sowas weiter. Was bei uns halt alles unterirdisch ist. Das heißt, man hat so ein riesiges Rohr, wo die Hauptsachen transportiert werden. Was wahrscheinlich auch viel, viel schneller ist als ein MK6-Rohr. Oder was auch immer. Und dann kann man das von hier aus abzwacken zu den MK6-Rohren dann oder was auch immer. Ja, okay. Das suche ich aber gar nicht. Ich suche Tungstenplate. Nein, ich suche Stahl. Zink. Da. Liquid Carbonated Iron. Dafür brauchen wir Carbon. Haha. Um Carbon, also Kohlenstoff, herzustellen, brauchen wir Kohle und Wasser. Okay, das heißt, die Stahlproduktion bräuchte ebenfalls Wasser. Gut, zurück zu meiner Karte. Hier wird also irgendwo Eisen hergestellt, hier wird irgendwo Kupfer hergestellt. Das heißt, wir könnten hier hinter Stahl herstellen, wobei das dann problematisch wird mit der Linie hier. Ja gut, Stahl ist jetzt nicht eine Ressource, die zu Tonnen verbraucht wird wie Eisen und Kupfer. Müsste man dann schauen. Alternativ könnte man den Flüssigstahl ja auch herstellen und dann einfach in einem Tank lassen und unterirdisch über Rohre dann dahin schicken, wo es gebraucht wird und da dann gießen lassen. Da muss ich mir überlegen. Aber ja, das klingt soweit gut. Also, Schmelze, Gieße, Wasser, Lava. Bahn. Fertig. Okay, Umsetzung. Und hier kommt viel zu wenig an. Ach genau, Sludge ist wieder ein Problem bestimmt. Hm? Ja, Sludge ist voll. Weg mit ihr. So, und hin mit dir. Nächstes Problem, was ich sehe. Ich denke, wir werden viel zu viel Stein haben. Was komisch ist. Ja, aber es häuft sich auf jeden Fall an. Wie schaut's Lava? Oh, die Tränke sehen gut aus. Wie schaut's Lava technisch aus? Auch sehr gut. Es läuft ja nicht durchgehend. Ja gut. Also das Crafting läuft die ganze Zeit nicht in meinem Inventar. Das ist nicht gut. Bau bitte. Rohre brauchen wir, auch wenn wir sie oben abholen könnten. Die ganzen Maschinen. Genau, Blast Furnace, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen von. Und schon habe ich nichts mehr, was ich da machen kann. Was fehlt? Eisen fehlt. Es fehlt immer Eisen. Das ist so doof. Ja, ist fertig.
Da. Ich meine, ihr könnt euch noch erinnern, ne? Das war vor echt nicht langer Zeit. Da hatte ich so dermaßen viel Eisen. Und was ist dann passiert? Ah, genau, dann habe ich den Patch installiert. Und jetzt müssen wir alles zigtausendfach verarbeiten. Apropos Patches. Ich will es ja fast gar nicht sagen, aber die neue Factorio-Version ist draußen. Aber nein, ich. Also zum einen, Dytek ist noch nicht kompatibel mit der neuesten Factorio-Version, die übrigens so eine schicken Sachen hat wie Panzer und neue Gegner und so. Also es ist noch nicht kompatibel. Aber ich denke, selbst wenn es kompatibel ist, werde ich das nicht draufpacken, außer es ist wirklich kompatibel mit der jetzigen Welt. Ich werde auf keinen Fall eine neue Welt anfangen, da habe ich langsam echt keinen Nerv mehr drauf. Also es ist schön, dass da so viel gemacht wird, aber das ist nicht sehr kompatibel mit einem Let's Play, weil ich spiele halt nicht so viel, wie man normalerweise spielen würde. Normalerweise würde ich 2, 3 Stunden am Tag spielen, aber so viel kann ich halt nicht aufnehmen von einem Projekt. Also, aber es wird sich bestimmt irgendwann noch beruhigen, dass er nicht mehr alle 1, 2 Wochen ein riesen Content-Patch kommt. Entweder von Dytek oder Factorio. Ja, aber gut, ich sollte jetzt in der nächsten Folge, ja, hier die Tanks anfangen. Ich sollte schon mal eine Verbindung andeuten, dass die Erze hier hochgeliefert werden können. Ich sollte es auch nicht anschließen. Das Ding soll unten so lange weiterarbeiten, wie es kann. Wir legen einfach ganz am Ende einen Schalter um, dass das Erz dann nicht nach da geliefert werden soll, sondern nach hier und dann ist gut. Aber bis dahin kommt hier kein Erz an. Aber trotzdem müssen wir schon mal die ganzen Verbindungen legen. Also Verbindungen legen, Tanks aufstellen, die Zentrifugen. Hatte ich mich jetzt eigentlich entschieden, wo die hin soll? Ja, unten. Weil unten soll die Lava hin, irgendwo hier. Also kommen auch die Zentrifugen, um die Sludge-Vernichtung voranzutreiben, auch hier unten hin, damit das Gestein zur Lavaerhitzung benutzt werden kann. Es war doch Stein und Kohle, ne? Oh ja, Kohle, das wird so ein Problem werden. Das wird ein Riesenproblem werden. Ja. Das da könnte ich klauen, ohne dass es auffällt. Aber der Rest nicht wirklich. Aber gut, bis gleich.